Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge Green Project. Ja, in der letzten Folge haben wir festgestellt, dass wir ein Problem haben. Und zwar geht es darum, dass die Bäume, im Grunde, dass wir 10 Bäume brauchen, damit wir das alles freischalten. Soweit, so gut. Ich muss jetzt gerade mal gucken, weil wir sind in einer neuen Aufnahmesession. Fakt ist ganz einfach, ich habe die Info vom Programmierer gekriegt, dass Bäume dann ausgewachsen sind, wenn man dahinter steht, sie durchsichtig werden. Dann sind sie ausgewachsen, daran erkennt man das. Das dauert zwischen 4 und 5 Tage vom Pflanzen an. Jetzt weiß ich nicht, wann wir die Bäume gepflanzt haben. Sprich, das Ganze ist so ein bisschen ein Problem. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass wir 4 Tage irgendwie überleben müssen, damit diese Bäume groß genug sind, dass wir sie fällen können. Und wenn wir sie gefällt haben, wenn wir sie gefällt haben, dann brauchen wir wieder 4 bis 5 Tage, bis es dann alles groß genug ist, dass es funktioniert. Hier zum Beispiel können wir gar nicht dahinter gehen, um zu gucken. Ja, wir kommen nicht dahinter. Das kommen wir nur bei den unteren, um das jetzt zu sehen. Jetzt will ich euch aber auch nicht 4 bis 5 Tage warten lassen. Hier wird es gehen. Aber der Baum ist auch erst einen Tag alt. Also von daher, da dauert es noch 4 bis 5 Tage. Bei dem anderen wahrscheinlich eher 3 bis 4. Jetzt müssen wir mal gucken, wo haben wir denn sonst noch Bäume gepflanzt schon? Hier zum Beispiel. Ja, wenn wir dahinter sind, soll es wohl so sein, dass die dann durchsichtig werden, damit wir uns sehen können. So, das heißt, unser Ziel muss es jetzt erstmal sein, die nächsten 4 bis 5 Tage zu überleben. Hier komme ich auch nicht hinter. Also wird schwierig. Die nächsten 4 bis 5 Tage, also Tag 10, sollte auf jeden Fall, sollte es gehen. Solange wollt ihr jetzt natürlich nicht zugucken, wie ich hier irgendwie versuche zu überleben. Und versuche irgendwie die Zeit rumzukriegen. Von daher werde ich das Ganze mal ausnahmsweise, weil wer mich kennt, der weiß, normal mache ich das nicht. Aber in dem Fall ausnahmsweise werde ich mal beigehen und das Ganze schneiden. Es wird dunkel, ich sollte nach Hause gehen und schlafen. Gut, dann heißt das im Endeffekt, ich werde jetzt aufhören hier zu quatschen. Ich werde einfach das Ganze laufen lassen und dann mal gucken, eventuell werde ich beigehen und ein bisschen Zeitraffer machen oder ähnliches.
bevor wir jetzt Zeitraffer machen. Ich habe gerade festgestellt, auch die Baumstämme stecken jetzt. Okay, das ist voll. Alles gut. Das haben wir. Ja, schlafen wir erstmal. So, und ab sofort läuft es wieder in der normalen Geschwindigkeit. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben die 10 Bäume gepflanzt. Auf etwas unkonventionelle Art und Weise. Aber ich sag's mal so, wie wir das machen, spielt ja eigentlich keine Rolle. Wir haben es geschafft, das ist wichtig. Wie ihr gesehen habt, es gibt da oben eine Lücke. Wenn man sich genug Zeit lässt und die Gesundheit regenerieren lässt, dann reicht das aus, um da durchzukommen.
So, wir haben noch 9 Samen und hier haben wir zehnmal von denen. Jetzt pflanzen wir hier unseren Mais an. Das war's schon, okay. Gießen müssen wir noch. So. Sehr schön. Das heißt, wir können wieder was zu essen herstellen. Wird auch Zeit, weil wir haben kaum noch was. Aber wir haben mittlerweile den Stein, hier diesen Ferritstein, Magnetstein. Heißt im Endeffekt, wir können wieder mal so Schleifsteine herstellen. Okay, das heißt, wir können jetzt eigentlich erstmal schlafen. So, dann sollten wir einmal sowas trinken, um mal wieder ein bisschen die Strahlung runterzukriegen. Und wir haben 6 Uhr und das heißt, wir können draußen mal gucken. Jawohl. So, das haben wir auch komplett gewässert.
So. Das haben wir, das haben wir. Wir müssen was essen. Oh, habe ich die jetzt in den Kühlschrank gepackt, den Mais? Nö. Ja, den erstmal, ich weiß nicht, wie man teilt. So, haben wir aufgebraucht. Dann gucken wir doch mal, wie weit das Ganze. Also hier können wir jetzt auch wieder. Oh, da können wir dann auch noch mal zwei pflanzen. So, gut. Dann gucken wir mal, ob wir schon irgendwo es geschafft haben, einen Durchgang zu kriegen. Hier nicht. Der dürfte demnach, nach dieser Aussage, von wegen, er wird durchsichtig, wenn man dahinter läuft, auch noch nicht ausgewachsen sein. Und ich denke mal, wenn der ausgewachsen ist, dann ist das hier die Stelle, wo wir den ersten Durchgang kriegen. Da haben wir dann mal wieder ein paar Pilze. Hier ist auch noch nicht so weit. Hier auch nicht, aber auf jeden Fall haben wir auch hier Pilze. So, sehr schön.
Okay, dauert noch ein bisschen. Nein, Maiskolben haben wir auch nicht mehr. Ich dachte, wir hätten noch welche. Doch, klar haben wir noch. So, jetzt haben wir es richtig. Kann der fertig machen und dann können wir hier schon mal 1, 2 und hier können wir auch noch mal ein. Ja. Sehr schön. Ja, aber ich würde mal sagen, jetzt muss ich rechnen. Nein, Moment haben wir noch. Wir können noch was machen. Ich hatte gerechnet wegen dem, wenn ich einen Teil im Zeitraffer laufen lasse, das heißt mit vierfacher Geschwindigkeit. Wie viel Zeit ich denn noch brauche oder noch machen kann oder sollte oder wie auch immer. So, wie weit ist er? Über die Hälfte. Gut, das ist fertig. Das heißt, wir können jetzt hier noch was hinsehen. Wird zwar alles jetzt so ein bisschen kreuz und quer, aber egal. Wir sehen jetzt einfach immer das Maximale, was geht. Und gut ist gewesen. Ja, aber ich würde sagen, damit sind wir trotzdem jetzt am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss.